Hallo, LibreOffice, Einführung in Writer. Autotext benutzen. Benutzen Sie Autotext, um Text, Tabellen, Grafiken und andere Objekte für die Wiederverwendung zu speichern und zum einfachen Abruf mit einer Tastenkombination zu versehen. Wenn Sie zum Beispiel oft den Ausdruck Rechtschreibung und Grammatikprüfung verwenden, können Sie einen Autotexteintrag für diese Wörter setzen. Geben Sie anschließend zum Beispiel R, Groß R, Klein U, Groß G ein und drücken F3. Wird der Eintrag durch den vollen Text ersetzt? Autotexteinträge erstellen. Um Autotexteinträge zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor. Geben Sie den Text in Ihr Dokument ein, zum Beispiel LibreOffice, ein wenig größer. Okay. Markieren Sie den Text. Wählen Sie Bearbeiten, Autotext oder drücken Sie Steuerung F3. Im Dialog Autotext geben Sie eine Bezeichnung für den Autotext in das Feld Name ein. Zum Beispiel L, Groß L. Writer schlägt einen Einzelbuchstaben je Wort als Kürzel vor, welches Sie aber ändern können. Wählen Sie in der unteren Box eine Kategorie für Ihren Autotext, zum Beispiel Mein Autotext. Klicken Sie die Schaltfläche Autotext auf der rechten Seite des Dialogs an und wählen Sie Neu nur Text in der eingeblendeten Liste aus. Klicken Sie auf Schließen, um zu Ihrem Dokument zurückzukehren. Hinweis: Wenn Sie in der Liste beim Klicken auf die Schaltfläche Autotext nur den Eintrag importieren sehen, haben Sie wahrscheinlich keine Bezeichnung eingegeben oder zuvor keinen Text markiert. Autotext ist besonders leistungsfähig, wenn es Feldern zugeordnet wird. Text über Autotext einfügen. Um Text über Autotext einzufügen, geben Sie die Abkürzung ein und drücken Sie F3. Also hier Groß L und dann F3 drücken. Ciao und viel Glück.